das habe ich nicht verdient. Bitte hör auf. Aber natürlich verdienst du es. Hier, nimm dies. Was macht er? Oh nein. Nein, das ist nicht gut. Oh, das sah schmerzhaft aus. Kommen wir nun zum grünen... Was war das gerade? Lauf nicht weg. Sie ist wunderschön. Ich wünschte, ich könnte sie einfach anschauen. Oh Gott, ich sitze in der Klemme. Verabschiede dich von dieser Welt. So gut, nimm deinen Mut zusammen und geh zu ihr. Und Action. Hey Mädchen, wie geht's denn so? Kennst du schon meinen Bizeps? Was macht der Typ da? Keine Ahnung. Komm her und lass dich küssen. Igitt, widerlich, jeder Kerl. Na schön, wo war ich? Hä? Oh nein! Sie ist entkommen! Das ist nur deine Schuld! Lass mich bloß in Ruhe! Ich kann Traurigkeit in der Luft riechen! Die Traurigkeit kommt von mir! Bitte tu mir nichts! Dazu habe ich gerade nicht die Kraft! Das Mädchen meiner Träume brach mir das Herz, es tut weh! War es echt so schlimm? Also echt? Bitte, was soll ich nur tun? Ich denke, ich kann dir ein Freund sein und helfen. Was meinst du? Ja, klingt super. Bin ich froh, dass du da bist. Yummy. Okay, sie ist gleich da drüben und wartet auf dich. Das ist deine Chance. Ich weiß ja nicht. Komm schon, tu's einfach. Oh Mann, worauf wartet er? Los, Junge, geh endlich zu ihr. Wie geht's denn so, Hübsche? Lass mich einfach in Ruhe. Ich hab hier Blumen und Pralinen für dich. Oh, wie lieb, danke. Nach einem Leckerbissen hatte ich mich gesehnt. Oh, komm schon, soll das ein Scherz sein? Ups. Ist doch nicht zu glauben. Oh nein, das lief furchtbar. Ich dachte, sie mag Brokkoli. Tut mir leid. Nimm das! Mein neues Versuchsobjekt! Du wirst es wirklich nicht zulassen! Nun denn, fangen wir an! Ich bin noch so jung! Bitte! Dies ist mein Superprojekt! Nein! Ich würde dir deine Seele entnehmen und verwandle deine Form und deinen Geist! Mach dich bereit, beeindruckt zu werden! Nein! Was geht hier vor? Hey, sie ist da drüben. Perfekt, packen wir's an. Dieses seltsame Monster wird mich nicht aufhalten. Nun, niemand legt sich mit mir an. Dich mach ich platt. Ups. Ja, bleib stehen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Mein Held. Keine Sorge, jetzt bist du frei. Ups, was ist jetzt? Was geht da vor? Was? Oh nein, sie sind nicht mehr da! Es stand auf Zerstören! Was? Hey, Junge! Hey, ihr lebt noch! Wir sind jetzt ein Paar! Niemand kann gegen mich gewinnen! Macht euch bereit! Oh, okay. Das sagt man doch nur... Was war das mit Gewinnen? Magst du einen Schluck? Probier mal. Okay. Das Zeug hat rein. Meine Beine können nicht mehr. Warte. Ich will dir doch nichts Böses. Hier, reingelegt. Tut so weh. Du bist perfekt. Passiert das wirklich? Oh Gott, ich muss hier weg. Du kleines Grillhändchen! Nein! Das Projekt Zoo ist auf gutem Weg! Bleib schön brav! Das ist voll gemein von dir! Und was willst du dagegen tun? Wir müssen hier ausbrechen! Oh Mann, ist das bringt nichts! Das war wirklich knapp! Freunde? Was macht ihr hier? In einem Käfig? Ich weiß! Wieder ein Projekt von Banban! Was? Ups. Was sollen wir jetzt tun? Vielleicht kann ich... Was ist das für ein Geräusch? Oh, ich weiß, was ich tun muss. Okay, nun sind wir sicher. Aber hört mir zu, Leute. Es ist eine lange Geschichte. Eines Tages, als er vor dem Fernseher saß, sah Banban eine Werbeanzeige. Diese gab ihm die Idee, viel Geld zu verdienen, indem er Tiere benutzte. Er machte sich daran, als sei es ein wissenschaftliches Projekt. Also ging er in sein Labor
und plante sein bisher größtes Vorhaben. Fleißig legte er Hand an. Ich war besorgt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Ich hatte Angst vor der Wahrheit. Er wollte es sofort an einer unserer Kreaturen testen. Also legte er eine Falle für Fiddles und verwandelte ihn tatsächlich in, dreimal dürft ihr raten, einen Fisch. Sein fieses Projekt schien erfolgreich zu werden. Außerdem liebte er die Aufregung bei der Jagd und machte immer weiter. Als nächstes war Napnap dran, während er einen Hamburger aß. Banban verwandelte ihn in eine Spinne. Alles lief perfekt für ihn. Er hielt die Tiere in großen Gefäßen. Als ich sie sah, fand ich ihre Form niedlich. Bis ich erfuhr, was es mit allem auf sich hatte. Viele von ihnen warteten noch auf ihre Verwandlung. Das war wirklich schlimm. Und es geriet außer Kontrolle. Banban hatte nun schon fast alle Monster aus seinem Garten verwandelt. Er wollte viel Geld mit ihnen verdienen. Da bemerkte er, dass ein paar der Monster fehlten. Er wusste sofort, dass ich dahinter steckte und wollte mich auch einfangen. Und da traf er auf dich, Jumbo. Es tut mir leid. Es ist alles meine Schuld. Schon okay. Oh nein! Niemand mischt sich in mein Projekt ein! Nein! Bitte. Jetzt bist du an der Reihe, Banban Lena. Ergib dich deinem Schicksal. Alles wieder in Ordnung. Wow, seht euch all diese Tiere an. Warum gucken die denn so traurig? Oh, das ist nicht richtig. Sie alle sind traurig. Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Tschüssi. Nein, das ist falsch. Wir müssen sie befreien. Keine Sorge, Freunde. Wir retten euch. Oh, ich bin superreich. Okay, Feierabend. Kinder, kommt später wieder. Oh, hey, geht oder zahlt extra? Was? Das reicht, für dich ist jetzt Feierabend. Hey, Leute. Du schuldest uns eine Entschuldigung, weißt du nicht? Sofort. Schon gut. Das war's dann wohl. Niemals. Oh nein. Mich interessiert nur das Geld. Nein. Mach dann mal einen Abflug. Sayonara. Es tut mir so leid, Leute. Darf ich mal? Ich glaube, ich könnte da helfen. Juhu! Okay, Leute, wie neu? Gute Arbeit! Es ist Zeit für eure Rettung. Oh nein! Tut mir so leid. Wow! Oh yeah! Alles wieder gut. Naja, fast. Ich bin froh, dass du es sagst, denn... Er wird seine Strafe erhalten. Richtig, Banban? Geld für alle? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin verliebt. Ich frage sie, ob sie meine feste Freundin sein will. Was willst du? Für wen hältst du dich? Ciao! Tja, das lief nicht mehr. Ja, das war das Witzigste, was ich je gesehen habe. Ich dachte, wir könnten zusammen glücklich werden. Ich kann dir helfen. Sie wird diese Blumen lieben. Na los, dir bleibt keine Zeit. Du schon wieder. Hey, ich habe Blumen Danke, für dich. Aber ich bin allergisch gegen sie. Autsch, das Idiot. Das wusste ich nicht. Oh, er tut mir so leid. Hey, Kumpel, pass mal gut auf. Ich weiß, wie man Damen bezaubert. Sie wird Brokkoli lieben. Nun, ich habe ja nichts zu verlieren. Das riecht einfach himmlisch. Ich glaube, das könnte etwas Brokkoli vertragen. Geht! Ich dachte, das käme gut an. Lass mich bitte endlich in Ruhe. Ich krieg das einfach nicht. Ich hatte eine andere Reaktion erwartet. Entschuldige. Hast du mit mal Ärger mit Mädchen? Ich habe die perfekte Limitung für dich. Hör zu. Wenn sie ungesundes Zeug liebt, wird dieser Kuchen ganz normal aus. Ja! Hey, ich habe einen Kuchen für dich. Tada! Wirklich? Erbärmlich! Hör auf, mir zu folgen! Ich habe keine Ideen mehr. Denkst du das echt? Hier könnte ihr gefallen. Sie würde es eh nicht mögen. Du hast mir gar nicht zugehört. Skibidi-bop-bop. Hey. Oh nein. Was machst du hier so allein? Der Kameramann und der Computermann. Sie ist in Gefahr. Ich muss ihr helfen. Tut mir nicht weh. Skibidi, Zuckerzug. Nimm das. Und dies. Das war einfach. Finger weg von ihr. Das wirst du bereuen. Meine Güte. Mach's gut. Geht es dir gut, mein Engel? Dann lasse ich dich mal wieder allein. Das war so mutig von dir. Dann lass mich dich fragen. Willst du mich heiraten? Das ist es noch etwas früh. Ich weiß. Wie mache ich was vor? Ja! Ist das dein Ernst? Hiermit ernenne ich euch zum Mann und Frau. Ja, ich freue mich so für sie. Bereit für den Kuss? Ja. Du auch? Ja! Großartig, dann leg mal los. Warte!
wartet. Ich bin euer Sohn, Mami und Papi. Oh, ich freue mich so für Sie. Oh, du bringst mich zum Erröten. Oh. Wo ist Blau? Es wird langsam Zeit. Was für ein Tag. Hey, Blau, wach auf. Die Zeit wartet nicht, Kumpel. Blau? Hä? Blau, geht es dir gut? Oh, nein, 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 das kann nicht sein. Blau, warum bist du tot? Wie ist das nur passiert? Was jetzt? Ich sollte es den anderen sagen. Hey, Leute! Seht nur. Nein! Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich ging es ihm den ganzen Tag über gut. Ich weiß nicht. Wir sollten dem Ganzen auf den Grund gehen. Was, wenn ihn jemand vergiftet hat? Keine Ahnung. Wer würde sowas nur tun? Was ist, wenn der Täter unter uns ist? Es ist an der Zeit, den Fall zu übernehmen. Ich werde den Täter finden. Wer von euch hat zuletzt Blau gesehen? Fangen wir mit dir an, Lila. Also, sag schon, hast du Blau vergiftet? Was hast du heute zuletzt getan? Ich war inmitten eines spannenden Rennens. Dann ist mir der Reifen weggeflogen. Und es drohte chaotisch zu werden. Also versuchte ich, Grün zu warnen. Doch Grün schien mich nicht zu hören. Ich hechtete schließlich vom Go-Kart, wie es in einem Feuerball explodierte. Und das ist meine Geschichte, Detective. Ach, und abgesehen davon, geht es Blau doch super, oder nicht? Warte, dann bist du der Grund, warum ich verloren habe? Ich wollte dich ja warnen, Kumpel. Du wusstest genau, dass ich Kopfhörer trage und hättest lauter rufen können. Leute, hört auf! Gewalt ist keine Lösung. Doch so langsam macht es Klick. Deine Gewalt öffnet neue Perspektiven. Vielleicht warst du es ja, Grün. Du könntest der Mörder sein. Was kannst du zu deiner Verteidigung sagen? Also, die Wahrheit ist, dass ich vorhin wirklich hungrig war. Und ich konnte den wundervollen Geruch von Essen wahrnehmen. Also bin ich in die Küche, wo Orange eine Pizza machte. Also entschloss ich mich, die Pizza zu stehlen. Leise, damit er nichts mitbekommt. Aber leider stolperte ich. Oh nein, es ist kaputt. Anfangs war ich deshalb besorgt, doch dann klaute ich wie geplant die Pizza. Lecker. Danach habe ich mich so schnell es geht aus dem Staub gemacht. Keine Sekunde zu spät, weil Orange herausfand, dass seine Pizza weg war. Er wurde echt wütend deswegen. Und als ob das noch nicht genug wäre, fand er auch noch den kaputten Ventilator. Doch es war gar kein Ventilator. Es war der Propeller von Gelb. Und weil Gelb Orange direkt davor fand, hielt er ihn für den Täter. Und Orange dachte, Gelb hätte seine Pizza gestohlen. Also fingen sie an, sich zu kloppen und ich konnte entkommen. Und das ist meine Geschichte. Du warst das also? Leute, hört auf damit! Ich habe einen weiteren Hinweis. Vielleicht warst du es, Gelb. Also sag mir, was hast du heute tagsüber gemacht? Also, ich erzähl's dir. Aber ich kann leider nicht zu deinem Fall beitragen, da ich was ganz anderes gemacht habe. Ich flog herum und spielte ein paar Streiche. Hab gefüllte Wasserbomben auf die Monster geworfen. Ich bin ein richtiger Jokester, eine richtige Spaßkanone. Cyan war mein erstes Opfer und ich muss echt zugeben, ihre Reaktion war zum Schießen. Sie wusste nicht, wer es war. Genauso wenig wie ich, denn plötzlich fiel ich wie ein Stein vom Himmel. Mein Propeller war weg. Und als ich auf dem Boden der Tatsachen landete, stand Cyan direkt neben mir. Also lügte ich sie an und sie glaubte mir. Und das ist meine Geschichte. Wie ich's mir dachte, du warst es also doch. Halt! Hört sofort damit auf! Dann warst du es also, Cyan. Ich war es nicht, aber ich sag dir, was passiert ist.
Immerhin warst du es, Ruth. Du hast mich gefragt, ob ich auf die kleinen Monster aufpassen könnte. Du hast mich gefragt und niemand sonst. Also habe ich mir gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Ich bin die Beste für den Job. Also habe ich die Kleinen beobachtet. Und wie aus dem Nichts bin ich in einen tiefen Schlummer gefallen. Ich weiß nicht, es waren nur 5 Sekunden. Vielleicht auch mehr. Nachdem ich wach war, wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte und beschloss zu lesen und es mir bequem zu machen. Tut mir leid, ich schäme mich wirklich dafür. Na, das wirst du mir büßen! Nimm das! Nein, hör auf damit! Okay, Zeit, die Lüge zu machen. Moment mal! Orange versucht abzuhauen, er hat seine Story noch nicht erzählt. Du gehst nirgendwo hin, du kleines Monster. Du warst es also, stimmt's? Nein, ich war's nicht. Dann mach endlich den Mund auf. Leute, ihr müsst mir glauben. Ich wollte nur etwas dagegen unternehmen. Wisst ihr, ich war echt wütend, weil Geld mich für etwas beschuldigte, was ich nicht getan habe. Und dann war auch noch meine Pizza verschwunden. Also habe ich den Übeltäter aufgesucht. Ich habe einfach jeden bestraft, weil ich nicht wusste, wer es getan hat. All eure Missgeschicke waren also meine Schuld. Das ist die Erklärung für all die Umstände. Ich war einfach sauer, weil mein Tag so blöd gelaufen ist. Und eventuell habe ich ein bisschen übertrieben. Aber nur ein bisschen. Nachdem ich den Propeller gestohlen habe, behielt ich ihn in der Küche. Und dann hat Grün ihn kaputt gemacht. Seht ihr, ich hab ihn nicht umgebracht. Ihr müsst mir einfach glauben. Das ist alles, was ich sagen kann. Ihr solltet mal eure Gesichter sehen, als hättet ihr einen Geist gesehen. Aber warum? Weil wir deinen Mordfall aufklären. Du warst doch eigentlich tot. Aber ich war meditierifizieren, Leute. Ist doch klar, mit Kerzen und allem. Damit ich der nächste Toktik-Star werde. Das wird ein Bringer, was mein... Oh nein, dieses Monster verfolgt mich. Und jetzt? Verzieh dich. Netter Versuch. Mein Kopf, das steht mir voll. So ein schöner Tag, da macht das Spiel noch mehr Spaß. Yeah. Wo bist du, Blau? Du siehst schräg aus. Was ist anders? Versuch mal das hier. Wow, ich bin gelenkiger denn je. Diese Sandwiches hauen echt rein. Laden wir doch Orange auch zur Party ein. Die sind echt der Hammer. Huh? Seltsam. Oh, mein Bäuchlein. Ich muss mal groß. So, viel besser. Oh, hey, etwas Privatsphäre, bitte. Meine Nase. Ach, komm schon, was soll denn das? Was passiert hier? Nichts ist besser als Literatur und Kaffee. Hier erwischen Sie mich nicht. Tschüssi. Oh nein. Seht nur, Leute, ich bin einer von euch. Das war ein langer Tag. Seltsam. Hör doch etwas. Oh mein Gott. Ist das die richtige Bewegung? Der Tanz ist abgefahren. Alles klar. Das riecht furchtbar. Hey, hör auf rumzualbern. Du! Hört endlich auf damit! Nein, hier ist kein Ausgang! Ich muss weiter! Oh, stimmt! Wenn sie jetzt Toiletten sind, dann kann ich vielleicht... Ich weiß, was ich tun muss! Kommt schon her! Nein! Nun, die Party fällt ins Wasser! Oh nein!
Sayonara! Nein! Oh Mist, Gell, pass auf! Hä? Wovon redest du? Abwärts mit dir! Ich muss abhauen! Kleiner Fun Fact: Ihr dreht euch alle gegen den Uhrzeigersinn. Nein, bitte tu mir das nicht an! Tja, das wäre erledigt. Mein Bauch! Ich muss mal! Besetzt! Ups! Sowas passiert im Besten, wisst ihr? Stopp! Tu mir nichts! Es ist zu spät für Reue. Zeit für Rache! Ups! Ich muss hier unbedingt weg! Lass uns einen Ausflug machen! Nein! Bitte erinnere dich! An mich und deine Geschichte! Was du sagst. Fällt es mir wieder ein? Ich war ein kleiner Abenteurer. Ich weiß noch, wie mein Vater mir einen Spielzeughubschrauber gab. Fluggeräte habe ich schon immer von ganzem Herzen geliebt. Und er wusste das. Nach ein paar Runden hatte der Heli eine Panne und krachte zu Boden. Als ich kam, um ihn aufzuheben, fragten mich zwei Klassenkameraden, ob er mir gehörte. Ich bejahte. Daraufhin brachte der eine seinen Superhelikopter hervor und der andere steuerte ein Superauto. Beide waren gerade neu auf dem Markt. Ich war nicht interessiert an deren Luxuszeug, das zeigte ich ihnen. Meine Gleichgültigkeit nervte sie, also zerbrachen sie meinen geliebten Heli und gingen weg. Das war so unfair. Ein Mädchen aus meiner Klasse hatte alles beobachtet. Sie kam zu mir und wollte helfen und es sah auch echt aus wie neu. Aber die Reparatur hielt nur ein paar Sekunden lang. Es war ein hoffnungsloser Fall. Ich ging also zu meinem Vater und erzählte ihm, was mit meinem Heli passiert war. Er konnte ihn zwar nicht retten, aber er gab mir ein Geschenk, das er schon länger für mich hatte. Es war ein hölzerner Propeller. Das perfekte Geschenk. Jetzt war ich selbst der Helikopter. Die anderen Schüler konnten es kaum glauben. Und leider war ihr Neid sehr stark. Sie warfen Steine nach mir und beschädigten so die Rotorblätter. Oh, pass auf! Mein Vater wusste sofort, was zu tun war. Er sprang in seinen Flieger und flog extrem schnell, um mich zu retten. Er war wirklich bereit, alles zu tun, um die Fieslinge nicht siegen zu lassen. Und er schaffte es. Er konnte mich gerade so retten. Wow. Es war ein voller Erfolg. Naja, außer für diejenigen, die mir Böses wollten. Ja. Als wir wieder auf festem Boden waren, machte der Flieger plötzlich seltsame Geräusche und flog auf einmal super schnell mit meinem Vater noch im Cockpit. Er stürzte in der Ferne ab. Ich konnte nicht glauben, was da passiert war. Nach meiner Rettung war mein Vater gestorben. Und dann bist du aufgetaucht. Als wärst du ein guter Mensch, wolltest du mich trösten, indem du mir einen Propeller geben wolltest, wie einst mein Vater es gemacht hat. Meine Freundin wusste von Anfang an, dass du böse warst. Aber ich wollte nicht zuhören. Der Ort, an den du mich brachtest, war ziemlich groß und seltsam. Von sonderbaren Maschinen. Erst als du mich in einer von ihnen eingeschlossen hattest, da wusste ich dann, dass etwas faul war. Ich verließ die Maschine so, wie ich jetzt bin. Wegen meiner monströsen Gestalt konntest du von den Leuten Geld einnehmen, um mich wie eine Zirkusattraktion anzustarren. Es war grauenhaft. Ich konnte diesem Albtraum nicht entkommen. Als ich den einen Fiesling von zuvor auf mich zukommen sah, mit einem Schläger, um mich zu verprügeln, da wusste ich, ich musste mich selbst retten. Also zerstörte ich die Ketten und stellte mich ihm. Und du? Wie könnte ich nicht sauer auf dich sein nach allem, was du mir angetan hast? Aber dein Vater ist am Leben! Was sieh nur! Redest du? Oh. Junge! Papa! Vorsicht! Er hat den Sprengzünder! Hä? Oh nein! Armer kleiner Träumer! Du mieser Gemeiner! Komm mir nur ein Haar und dein Vater ist Vergangenheit! Mein kleiner Junge! Nimm das! Ha!
Super, ich konnte dich retten. Danke, mein Sohn. Du bist mein Held. Jetzt bist du dran. Oh nein! Ich kann nicht glauben, dass du wirklich lebst. Wie du siehst, hat sich mein Äußeres verändert. Ich hoffe, das verstört dich nicht. Ach was, tatsächlich steht dir das richtig gut, finde ich. Du warst auch großartig, junges Fräulein. Ich liebe das hier. Ich hasse Happy Ends. Ich sollte gewinnen, nicht ihr. Oh? Das ist doch unfassbar. Ich hasse diese Folge. Das muss aufhören. Wir geben nicht auf! Komm her! Oh mein Gott! Da wären wir also. Oh, bitte! Ich bin doch noch so jung! Daran hättest du denken sollen, bevor du all diese Streiche gespielt hast. Denkst du nicht? Die Bilder sind gefälscht! Ist das dein Ernst? Dann werde ich die Geschichte unserer Verwandlung erzählen. Es ist gar nicht nötig, dir zu sagen, wie viele Streiche du in deinem Leben gespielt hast. Du weißt ganz genau, wie oft du schon die Natur manipuliert hast. Mit deinen technologischen Geräten. Du hast die Leben von so vielen von uns für immer verändert. Die Tiere aus dem Dschungel, dem Himmel, an Land und im Wasser. Du hast uns nach deinem Belieben verwandelt. Du sahst furchterregend aus, wie du deine Experimente mit den Monstern durchgeführt hast. Und wir, eine kleine Schildkröte und ein Chamäleon, waren dir schutzlos ausgeliefert. Als du auf der Suche nach neuen Opfern warst, wollten wir uns verstecken und einen Plan schmieden, um nicht von dir entdeckt zu werden. Uns blieben nicht viele Möglichkeiten. Wir nutzten unsere natürlichen Tarnfunktionen. Eine brillante Idee. Doch es dauerte nicht lang, bis du uns fandest und uns in Käfige stecktest. Von da an waren wir Attraktionen im Zirkus. Kinder waren gemein, bewarfen uns mit Papierbällchen und lachten uns aus. Das war wohl die beste Geschäftsidee, die du je hattest. Auf unsere Kosten hast du ein Vermögen verdient. Sogar ein paar Monster schlossen sich dir an. Flynn wollte uns gerade verwandeln. Da kam uns ein Gedanke. Wir würden zusammenbleiben, komme was wolle. Irgendwie konnte ich in Tamatakis Käfig kommen. Wir umarmten uns, was wohl Flynns Herz berührte. Er wollte das Experiment nicht mehr durchführen. Er versuchte, den Laserstrahl abzuschalten, damit niemand mehr verwandelt oder verletzt wird. Er fand den Stoppknopf und schaffte es. Aber die Maschine hatte eine Fehlfunktion und wurde erneut aktiviert. Flynn wusste nicht, was er tun sollte. Der Strahl wurde abgeschossen. Da war es geschehen. Unsere Körper waren zu einem verschmolzen. Und unser innerstes Wesen wurde von etwas Bösem überwältigt. Zuerst nahmen wir Rache an Flynn, um ihm zu zeigen, dass wir nun mächtiger waren als alle anderen. Nicht einmal Banban selbst hätte uns besiegen können. Danach machten wir uns auf die Suche nach dir. Und als wir dich fanden, stahlen wir all dein Geld. Du warst so überrascht, konntest nicht glauben, was du da sahst. Trotzdem gabst du nicht klein bei. Nur diesmal warst du gegen uns machtlos. Du konntest uns bis jetzt entkommen. Bis jetzt. Chamatake, sollen wir ihn fressen? Was? Natürlich sollten wir das. Jetzt ist er das Opfer. Was zum... Nein! Lass mich los! Zu spät! Bitte! Ich flehe euch an! Ich habe Familie! Bitte! Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß! Nicht fressen! Okay. Ach, kommt schon. Na, das habe ich wohl verdient. Wer lacht zuletzt? Ich kann mich nicht bewegen. Versucht ihr euch zu befreien? Mal sehen, was als nächstes passiert. Mein Körper verwandelt sich.
Das darf nicht wahr sein. Ich bin ein Monster. Passiert das wirklich? Oh, jetzt bin ich dran. Meine Hände, die verändern sich. Seht euch nur an, ihr Monster. Ihr habt keine andere Wahl, als für mich zu arbeiten. Hier sind eure Aufträge. Hört zu! Ihr müsst sie finden und erledigen. Seid ihr bereit? Nein! Wollt ihr wirklich Nein zu mir sagen? Das hier war Lila. Und als sie Nein sagte, steckte ich sie in einen Käfig. Ihr solltet es euch besser überlegen. Also wischt euch die Tränen weg und macht euch an die Arbeit. Hey, du. Ich bin die Liebe deines Lebens. Willst du nicht mit mir mitkommen? Aber natürlich. Ich folge dir überall hin. Wo versteckst du dich, mein Sahnekuchen? War das etwa nur eine Falle? Was dachtest du denn? Mein Bauch. Ich verhungere hier. Ha? Gratis Fressi für mich? Nichts wird einem geschenkt. Lecker. Bleib still, böses Fressi. Ich sagte, bleib stehen. Hab ich dich endlich. Dann wollen wir mal. Hä? Warte, ist das? Oh nein, ich wurde reingelegt. Ja, ich hab's geschafft. Das war ja fast zu einfach. Yeah. Okay, was mache ich jetzt? Juhu. Was war das? Lalalala. Wer trällert hier rum? Da vorne! Du bist echt das hübsch! Weiß ich doch, du Schick. Oh nein! Das ist unfair! Ja, hast du geschafft, Mädels! Mein Herz wurde gebrochen! Oh nein! Hey, Blauet! Nimm das hier! Was ist das? Oh mein Gott! Seht ihr? Rot hat uns alle verwandelt! Wir sind nur seinetwegen Monster! Ich denke, wir sollten uns entschuldigen. Gratuliere, meine Lieblingsmädels. Ach, und was dich angeht. Nimm das, du Versager. Zeit, dass ihr euch eurem Schicksal fügt. Mein neuestes Experiment. Oh nein. Beeil dich. Wir müssen los. Mein stets loyaler Begleiter. Was? Was macht ihr da? Er hat's bemerkt. Sag deine letzten Kurs. Seit wann sind sie so nervig? Na, du gehst nirgendwo hin. Ach du, warte. Ich hab da doch noch was. Ich kann euch zu euren alten Körpern verhelfen. Oh mein Gott. Nun, ihr müsst nur den Knopf drücken. Willst du es versuchen? Oh ja. Dann fang es doch. Oh nein! Ich hab's gleich! Nein! Sie ist kaputt! Unsere letzte Chance, normal zu sein. Dahin. Warte, echt jetzt? Und tschüss! Oh nein! Wir müssen ihnen helfen. Darf ich mir das mal ausleihen? Klar. Okay, Zeit für Dinge. Was macht ihr da? So gut wie neu. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Es hat funktioniert. Wir sind wieder Oh mein Gott, es hat funktioniert. Nein. Was? Wir haben es geschafft. Wir müssen ihn helfen. Hey, Blau. Nein. Hey, komm zurück. Ich bin nur ein Monster. Hey, ich bin bei dir. Du musst dich nicht verstecken. Alles gut. Wir helfen.
Ha, 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 ha